Dresden vor dem Zweiten Weltkrieg. Die sächsische Hauptstadt an der Elbe hat den Ruf, eine der schönsten Städte Europas zu sein. Kaum eine andere deutsche Metropole birgt so viele Kunstschätze. Seit über zwei Jahrhunderten prägt die Frauenkirche die Silhouette der Altstadt. Bis Anfang 1945 ist Dresden nahezu vom Krieg verschont. Doch längst gehört der Himmel über Deutschland alliierten Bombern. Verwandeln Spreng- und Brandbomben deutsche Städte in Flammenmeere. Wie Lübeck. Wie Köln. Und wie Berlin. Aus qualmenden Trümmern werden Verschüttete geborgen. Tote werden betrauert. Familien zerrissen. Am Ende gleichen die Städte Kulissen für den Weltuntergang. Hat all das den Krieg verkürzt? Juli 1943. Ein heißer Sommertag in Hamburg. Als sich die Nacht über die Hansestadt legt, sind britische Bomber schon auf dem Weg. 791 Flugzeuge sollen die zweitgrößte Stadt Deutschlands in Schutt und Asche legen. Ein Angriff mit einer neuen Technik. Staniolstreifen blenden die Funkmessgeräte am Boden. Die deutsche Abwehr kann den Gegner nicht mehr orten. Ungehindert erreichen die britischen Bomber um 1 Uhr nachts ihr Ziel. Hamburg ist schutzlos. Operation Gomorra nennen es die Angreifer. Ingeborg Tung ist Mutter der 8 Wochen alten Carola. In dieser Nacht sind auch die Kinder der Nachbarin in ihrer Obhut. Und dann bin ich die Treppen hoch und hab die Kinder aus dem Bett. Und sie hatte mir so einen Seesack hingestellt, wo Sachen für die Kinder drin waren, das Notwendigste. Hab den Seesack genommen. Und ich hatte ja selber ein kleines Kind. Mir waren nur die Kinder wichtig. Mir waren nur die Kinder wichtig, dass die Kinder in den Keller kamen. 10 Tage lang brennt Hamburg. Bombardiert von Briten und Amerikanern. Oh, da war große Angst. Ja, die Leute haben gebetet. Die sind auf die Knie gefallen und haben gebetet. Und manche haben geschrien. Es war furchtbar. Es war ganz furchtbar. Und auf einmal war so eine Art Pause, sagen wir mal 20 Minuten. Und dann kam der nächste Angriff. Und da hat es unser Haus getroffen. Und da bin ich verschüttet. Das hat so einen Druck gegeben, dass sie überhaupt nichts mehr gehört haben. Gar nichts mehr. Sie sind vollkommen wie wenn jemand auf einmal taub wird. Ja? Wenn so ein Druck kommt. Ja? Es sind Leute gestanden, die sind in die nächste Ecke geflogen. Ja? In der Angst, da achten sie auf nichts. Mehr als 3000 Bomber werfen in jenen Tagen 9000 Tonnen Bomben ab über der Stadt. Was
a truly horrific occasion. Es war ein wirklich schreckliches Ereignis. Es war das einzige Mal, dass ich bewusst aus dem Flugzeug geschaut habe. Ich sah etwas Unbeschreibliches, eine Art Dantes Inferno. Eine weite Fläche voller Weißglut. Ein Grauen. Sogar das Wasser brannte. Ein Feuerwehrmann hat das Unfassbare mit seiner Kamera für die Nachwelt festgehalten. Die Flammen saugen allen Sauerstoff an sich. Die Keller werden zu Todesfallen. Vergeblich suchen die Verschütteten nach einem Ausweg. Ich hatte kein Empfinden mehr. Ja? Ich hatte abgeschlossen mit dem Leben. Ja? Weil es wurde ja von Stunde zu Stunde schlimmer, dass man nicht mehr atmen konnte. Die Rettung kommt erst nach Stunden. Zu spät für Baby Carola. Es war Phosphor in den Keller gelaufen. Und das hat das Kind eingeatmet. Ingeborg Tung bringt ihr Kind in eine Klinik. Dort haben sie festgestellt, dass das Kind durch den Phosphor, dass die Lungen angebrannt sind. Und da hat mir der Professor gesagt, das Kind wird nicht alt. Bereiten Sie sich darauf vor, aber die Verbrennungen sind zu stark. Carola stirbt. Eines von fast 42.000 Todesopfern des Hamburger Feuersturms. Das war etwas, was ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte und auch nie wieder sehen will. Genauso muss die Hölle aussehen, wie wir Christen sie uns vorstellen. In dieser Nacht wurde ich Pazifist. That night I became a pacifist. Doch Friede ist noch weit entfernt. Auch für Ingeborg Tung, die aus Hamburg ins vermeintlich sichere Dresden flieht. Das Regime will die Verbitterung der Menschen auf den Gegner lenken. So werden unsere Städte und Dörfer auch unter dem britisch-amerikanischen Bombenterror ungebeugt bleiben. Der Feind kann unsere Häuser in Schutt und Asche verwandeln. Die Herzen der Bevölkerung brennen dabei vor Hass, aber sie verbrennen nicht. Eines Tages kommt die Stunde der Vergeltung. V wie Vergeltung. Die V-Waffen sollen die vielbeschworene Kriegswende herbeiführen. Seit Juni 1944 schießen die deutschen V-Waffen auf England. Die V-2-Raketen treffen London. Ihre Einschläge sind unberechenbar. Die Waffe tötete wahllos. Nicht mal die Deutschen wussten, wo die Rakete einschlagen würde. In der Gegend von London, aber wo genau? Not exactly where. So, wir konnten überhaupt nichts dagegen ausrichten, rein gar nichts. We did nothing about it. Bis Kriegsende töten Hitlers V-Waffen in Westeuropa über 15.000 Menschen. Meine beiden Mädchen waren 5 und 7 Jahre alt, als der Krieg ausbrach. Und wenn ich die verstümmelten Körper von Kindern sah, die meine Kollegen aus den zerstörten Häusern bargen, sagte ich, wenn auch nur ein Deutscher in meine Nähe kommt, werde ich ihm mit meinen Feuerwehrstiefeln das Hirn raustreten. Das ist nicht meine Natur. That's not my nature. Es tut mir leid, aber damals empfand ich so. I felt that way at the time. Die Offensive der Alliierten geht weiter wie bisher, trotz alledem. Die deutschen Jagdflieger stehen auf verlorenem Posten.
Die Alliierten sind um das Achtfache überlegen. Die Luftwaffe muss die Verluste ausgleichen. In der zweiten Jahreshälfte 1944 erreicht die Flugzeugproduktion ihren Höhepunkt. Mehr als die Hälfte der deutschen Ressourcen fließt in die Luftrüstung, um die Bomberflotten abzuwehren. Tausende von Panzern und Geschützen fehlen dadurch an den Fronten. Mehr als 50% der deutschen Rüstungsanstrengungen wurden von der Luftwaffe in Anspruch genommen. Und je mehr Flugzeuge für Görings Luftwaffe produziert wurden, desto mehr wurden von den alliierten Fliegern auch abgeschossen. Also dieses Wettrüsten der Luftstreitkräfte ging natürlich zulasten der Landarmeen und hat insofern natürlich massiv die Entwicklung an der Ostfront beeinflusst. Im Januar 1945 hat die Rote Armee die Reichsgrenze im Osten überschritten. Bei eisigen Temperaturen von minus 20 Grad fliehen Frauen, Kinder und Alte nach Westen. Zur gleichen Zeit treffen sich die Alliierten in Jalta. Um Stalins Offensive zu unterstützen, sagen Churchill und seine Generäle eine Ausweitung des Luftkriegs zu. Vor allem gegen Städte im Hinterland der deutschen Ostfront. Zudem erhoffen sich die Alliierten eine Massenpanik unter Zivilisten und Flüchtlingen in Frontnähe. In der Zielplanung deutscher Städte rückt jetzt eine in den Vordergrund: Dresden. Verkehrsknotenpunkt, Sitz mehrerer Rüstungsbetriebe, Verwaltungszentrale. Bis Anfang 1945 ist die Metropole an der Elbe nahezu unversehrt. Ein barockes Gesamtkunstwerk und doch eine Stadt wie jede andere. Auch hier feierte Hitler Triumphe. Auch hier wurden Juden deportiert. Auch hier brannte die Synagoge. Nur für Hitlers Statthalter gibt es Luftschutzbunker. Die Stadt ist nicht verteidigt und wähnt sich doch in Sicherheit. Aber die ist trügerisch. Und sie gilt nicht für alle. Henny Wolf stammt aus einer sogenannten Mischehe. Die Mutter ist Jüdin, der Vater sogenannter Arier. Das hat die Familie bisher vor dem Schlimmsten bewahrt. Bis Anfang Februar 1945. Und da bekamen wir den letzten Deportationsbefehl, den die Gestapo ausgegeben hat. Wir hätten uns am 16. Februar früh treffen sollen in Dresden, an dem Platz, wo einmal die Synagoge stand. Und dann hat mein Vater, ich sehe uns noch sitzen, gesagt, ach, uns könnte nur ein großer Angriff retten. Im Februar 1945 ist die Rote Armee bis auf 150 Kilometer an die Elbe vorgestoßen. Dresden ist eine der größten Garnisonsstädte Deutschlands. Tausende Soldaten werden von hier aus an die Ostfront geschickt. Für die Flüchtlinge aus dem Osten wird die sächsische Metropole zu einem Auffanglager. Hunderttausende werden von hier aus weitergeschleust Richtung Westen. Unter den Flüchtlingen ist auch die 22-jährige Eleonore Stojek. Sie verlässt die schlesische Hauptstadt Breslau allein mit ihrem 10-jährigen Bruder Achim. Ja, wir sind mit dem letzten Zug praktisch vom Breslauer Hauptbahnhof abgefahren. Meine Mutter nahm mich auf dem Bahnsteig in den Arm und sagte, ich vertraue dir mein Kind an. Und dann gab sie uns einen Kuss und drehte sich um und ging. Und dann kamen wir in Dresden an und als wir dann in der Straßenbahn standen, da sagte er auf einmal, glaubst du, dass hier auch Flugzeuge herkommen und Bomben werfen? Das sage ich, nö, das glaube ich nicht. Das wäre ja barbarisch, eine so herrliche Stadt zu vernichten. Wofür denn eigentlich? Das wäre sinnlos. Ich habe fest dran geglaubt. Kein Mensch glaubte, dass Dresden einen Angriff erleben würde. Doch der ist längst geplant vom britischen Bomberkommando und der Oberbefehlshaber Arthur Harris. Er gilt als der schärfste Verfechter des Flächenbombardements. Unter seiner Führung werden neue Taktiken entwickelt, mit dem Ziel, die Moral der Zivilbevölkerung zu brechen.
Während andere Städte in Trümmern liegen, gibt es in Dresden noch immer Zirkusvorstellungen. Der weltberühmte Zirkus Sarrasani. Eine der wenigen Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Star der Manege ist der chinesische Artist O Tong, der Lebensgefährte von Ingeborg Tung. Wir haben uns so gut verstanden, ja, und der Mann war so rücksichtsvoll und zuvorkommend und vor allen Dingen ein grundehrlicher Mensch. Im Zirkus wird er gefeiert, außerhalb der Arena ausgegrenzt, nach der herrschenden Rassendoktrin. Seine deutsche Freundin, die schon in Hamburg den Feuersturm erlebt hat, bekommt das bitter zu spüren. Sie hat mit O Tong noch ein zweites Kind bekommen, einen Sohn. Und dann haben sie mich verhaftet und dann haben sie mir die Haare abgeschoren. Und dann hab ich ein Schild umgehängt gekriegt. Da stand vorne drauf und hinten drauf, ich bin eine Ausländerhure. Und dann wurde ich damit 2 Stunden auf die Straße geschickt. Am Pranger, weil Liebe dem Rassenwahn trotzt. Ein Foto aus Dresden. Ich habe niemandem etwas getan. Ich bin niemandem etwas schuldig geblieben. Ich lebte für mein Kind und lebte für den Otto. Ja. Über dem alten Dresden geht an diesem Morgen zum letzten Mal die Sonne auf. Ein strahlend schöner Tag. Es war Faschingsdienstag. Und mein Vater hat das nicht gerne gehabt, weil er sagte, das ist ein heidnischer Brauch. Also, wenn er da gewesen wäre, hätten wir das nicht gedurft. Aber so haben wir meine Mutter umgekriegt. Mein Bruder zog sich als Zigeuner an und ich ja so mit Blümchen, so ein Kleid. Und wir alberten ums Lutherdenkmal rum. Es sind nur noch die Kinder, die sich im letzten Kriegsjahr an der Fastnacht freuen können. Zur gleichen Zeit in England. 796 Langstreckenbomber werden beladen mit Brand- und Sprengbomben zu 500, 1000 und 2000 Pfund. Weiter sind große Luftminen an Bord. 182 Güterwaggons würde man brauchen, um diese Tonnage zu transportieren. Leslie Hay ist 27 Jahre alt und zählt schon zum alten Eisen. Das durchschnittliche Alter der Besatzung liegt bei 20. Dann ging es zur Betankung und die Mechaniker sagten, volle Tanks heute Nacht. Und du denkst, oh je, ein langer Flug. 2700 Kilometer liegen vor den Männern. Alle Ausweich- und Ablenkungsmanöver eingeschlossen. Und sofort ging ein Raunen durch den Raum, als wir sahen, wohin es ging. Auf der Karte führte die schwarze Linie von unserem Flugplatz quer durch Deutschland ganz weit in den Osten hinein. Und ich dachte, verdammt, was haben die vor? Russland angreifen oder was? Und der Offizier sagte, das Ziel heute Abend ist Dresden. Ein Ziel, das im Herzen getroffen werden soll. Die eng bebaute, dicht bewohnte Innenstadt. Am späten Nachmittag hat Eleonore Stojek eine merkwürdige Vorahnung. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das klingt jetzt wie aufgesetzt, es stimmt, aber ich sagte zu meiner Tante, ich weiß nicht, ich habe ein so ungutes Gefühl, ne? Also mir ist irgendwie nicht sehr schön. Das habe ich irgendwie gespürt, ich weiß es nicht. Wir warteten unruhig auf das grüne Startsignal. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Und dann kam der Oberstleutnant, oder falls er selbst flog, der Oberst, mit einem Priester, um allen Glück zu wünschen. Ich dachte immer, der Priester kommt, um mir die letzte Ölung zu geben. Die Anspannung war enorm. Niemand sagte etwas. Uns schlotterten die Knie. Wir waren alle hochgradig nervös. Apprehensive. Und dann kam das Startzeichen.
Und die Stimmung schlug mit einem Mal um. Du konntest es fühlen. Gegen 17.30 Uhr startet die erste Welle. 245 Lancaster-Bomber. Eine zweite Welle von 551 Bombern wird folgen. Noch 5 Stunden bis zur Stunde X. Can you imagine? Können Sie sich vorstellen, was das für die Kanoniere bedeutete? 6, 7, 8, 9, 10 Stunden in die Nacht zu starren und nach den deutschen Jagdfliegern Ausschau zu halten, die da in der Dunkelheit lauerten, um uns abzuschießen. Wenn Sie nur 5 Minuten konzentriert, immer nur schauen, 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 suchen, suchen, suchen müssten, das würde Ihnen reichen. Wenn Sie das aber nun 10 Stunden und mehr tun, stellen Sie sich das doch mal vor. Über eine ahnungslose Stadt senkt sich die Nacht. Im Zentrum nimmt Ingeborg Tung Abschied von O Tong, der am Abend auf Druck der Nazis die gemeinsame Wohnung verlassen muss. Ich bin mit ihm zur Straßenbahnhaltestelle. Und da hat er mich in den Arm genommen und hat mich so gedrückt, so furchtbar gedrückt, ich habe fast keine Luft mehr gekriegt. Als wenn er geahnt hat, ja, pass gut auf und pass auf den Jungen auf. Ich sagte, ich werde schon aufpassen. Hab keine Angst und morgen kommst du wieder. Doch dann wird in Dresden nichts mehr so sein, wie es war. Und um 10 heulten die Sirenen. Und da sagte der Vater nach, ach na ja, das wird bloß wieder sein, blinder Angriff sein. Um 22.03 Uhr trifft die britische Vorhut ein. Ihre Aufgabe, das Zielgebiet markieren. Schritt 1 des Angriffs. Präzisionsarbeit über einer verdunkelten Stadt. Die Royal Air Force hat das in 3 Jahren Luftkrieg perfektioniert. Orientierungspunkt ist das Fußballstadion im Ostra-Gehege. Von hier aus wird das 4,5 Quadratkilometer große Zielgebiet, die Altstadt, eingeteilt wie ein Tortenstück. Die Menschen fliehen in die kaum befestigten Keller ihrer Häuser. Leuchtfeuer, sogenannte Christbäume, erhellen das Zentrum der Stadt. Schritt 2 bei einem Bombenangriff. Zwischen 22.03 Uhr und 22.28 Uhr werden fast 1000 Spreng- und Brandbomben abgeworfen. Schritt 3 des Angriffs. Der Abwurf der Bomben geschieht nicht willkürlich. Zielgenau sollen sie nun den größtmöglichen Schaden anrichten. Und die Mannschaft kaute auf den Nägeln. Um Himmels Willen, Mike, wirf sie ab, wirf sie ab. Der Bombenschütze hat uns auf die Folter gespannt. Und wir beteten. Und ich flog so exakt, wie ich irgend konnte. Vor dem flammenden Inferno hat sich Eleonore Stojek mit Bruder Achim in den Keller ihrer Tante geflüchtet. Und dann dieses Pfeifen der Luftmähen. Das hörten sie im Kamin. Es war grauenhaft. Und dann die Bombeneinschläge ganz in der Nähe. Und da dachte ich, jetzt kommt es hier oben rauf und so weiter. Und da habe ich vom Achim, also von meinem kleinen Bruder, die Finger genommen und ihm in die Ohren gesteckt. Und meine Faust habe ich ihm in den Mund gesteckt, damit das Trommelfell nicht platzt. Ja. Und neben mir saß eine andere Tante, die auch aus Oberschlesien war, und die krallte ihre Fingernägel in meine Hand. Das habe ich gar nicht gemerkt in der Aufregung, aber hinterher war alles zerkratzt, ja. Wir haben eine höllische Angst gehabt. Nicht alle Dresdner sitzen zu diesem Zeitpunkt in den Kellern. Der Luftschutzkeller war für Juden verboten. Wir sollten oben verbrennen. Aber der Luftschutzwart selber hatte er ein, ich weiß es nicht, Gewissen oder nicht. Er hat geklingelt und gesagt, bitte kommen Sie in den Keller. Filmaufnahmen der Bombennacht vom 13. Februar 1945 gibt es nur wenige. Dies sind Bilder aus anderen deutschen Städten. Auch in Dresden hat die Feuerwehr keine Chance. In wenigen Minuten steht die Altstadt in Flammen. Das Feuer raubt die Luft zum Atmen. In den Kellern haben manche schon mit ihrem Leben abgeschlossen.
Und dann habe ich irgendwie im Moment abgeschaltet. Ich war völlig gefühlsstumpf. Ich habe gar nichts mehr empfunden. Ich habe nur den Achim festgehalten, seinen Kopf gestreichelt. Und da lief ganz plötzlich mein gesamtes bisheriges Leben wie ein Film im Zeitraffertempo ab. Ja? Alles. Also von meiner Schulzeit angefangen, naja, bis zur Flucht. Ja. Nach 25 Minuten ist der erste Angriff dieser Nacht beendet. Die Piloten drehen ab Richtung England. Überlebenschancen hat nur, wer die Keller verlässt. Auch Familie Wolf entkommt ins Freie. Im Chaos sehen sie die Chance, der Deportation zu entgehen. Und wir sind raus, wir haben den Stern runtergerissen und ich habe ihn unter die Schuhsohle gelegt, das weiß ich noch, meine Mutter. Und sind durch das brennende Dresden gegangen. Mit einem Gefühl, das kann man gar niemandem beschreiben, wenn jemand sagt, wir haben nicht gesagt, Gott sei Dank, dass der Angriff kam, aber wenn sich jemand frei fühlt und sagt, lieber eine Bombe auf den Kopf als deportiert, wenn man so weit ist, dann muss man vorher schon sehr gepeinigt und gedemütigt worden sein. Aus dem brennenden Zentrum flüchten sich viele an die Elbe. Alles brannte. Es war nur Feuer. Feuer, Feuer. Und von unten auf der Erde bis in den Himmel. Alles nur Feuer. Zeitzünderbomben behindern die Löscharbeiten. Bilder wie diese lassen nur ahnen, wie verheerend die Brände wüten. Du musst leben, du hast das Kind. Ja, das war mein Gedanke. Und wie ich aus dem Haus kam und wollte weglaufen, da lief ein Mann hinter mir und riss mir den Mantel vom Körper. Ich brannte. Der Mann hat gesagt, sie brennen von oben bis unten. Ich habe das nicht gespürt. Was bewegt die Piloten beim Anblick dieser Bilder? Wenn du eine Stadt bombardierst, dann müssen Zivilisten sterben. Wir wollten das nicht tun. Aber der Krieg war total. Und im Krieg gibt's keine Mäßigung. Um 1.30 Uhr kommt die zweite Angriffswelle. 529 Maschinen erreichen ihr Ziel. In einer halben Stunde fallen mehr als doppelt so viele Spreng- und Brandbomben auf Dresden nieder wie beim ersten Angriff. Der kleine Achim Stojek erlebt die zweite Welle auf der Straße. Seine Schwester sucht ihn verzweifelt. Und da stand der Achim so da, steif wie eine Puppe. Und da rufe ich, Achim, lauf schnell in den Keller, der rührte sich nicht vom Fleck. Und wie ich auf ihn zukam, fing er an zu bellen. Der bellte wie ein Hund. Also mir war eiskalt geworden, das war grauenhaft. Habe ich den Achim auf den Arm genommen, dann bin ich in den Keller gegangen. Und dann kam der zweite Angriff und es war die gleiche Folter. Um 1.58 Uhr ist der Angriff vorüber. Doch seine schlimmste Wirkung entfaltet er erst jetzt. Es war Sturm, unheimlicher Sturm. Ne? Und das ist natürlich, da läuft das Feuer immer weiter. Ne? Da kannst du rennen, wohin du willst, das Feuer rennt mit dir. Die Brände einzelner Häuser weiten sich aus, verschmelzen miteinander zu einer einzigen Feuersbrunst. Die Macht der Flammen ist so stark, dass selbst Glas schmilzt, Asphalt kocht. Im Zentrum des Brandes ist der Sauerstoffverbrauch so groß, dass in den umliegenden Straßen ein orkanartiger Sog entsteht. Der Feuersturm. Meine Mutter zog uns dann in die Mitte des Neumarktes. Und da stand eine Laterne. Eine Laterne an der Straßenbahnhaltestelle.
Und da wollten wir zu dieser Laterne, aber der Sturm lässt sie ja nicht. Er treibt sie ja dorthin, wo er will. Haben ja nun versucht, krampfhaft an die Laterne zu kommen. Und dort stand eine alte Frau. Und diese alte Frau rief, hierher, hierher, haltet euch fest, haltet euch fest. Und mit letzter Kraft sind wir an die Laterne gekommen und an die alte Frau. Und wir haben ihr bald die Kleider vom Leib gerissen. So haben wir uns an die alte Frau dran geklammert. Und sie sagte immer wieder, immer haltet euch fest. Und da haben wir dort gehangen. Ein kleines Häuflein Menschen, voller Verzweiflung und um ihr Leben kämpfend. Und deswegen ist diese Laterne immer wieder in meiner Erinnerung. Die Laterne und die alte, tapfere Frau. Der Tod ist allgegenwärtig in dieser Nacht. Und er trägt viele Namen. Und doch gibt es Hoffnung und neues Leben. Für einige Neugeborene wird der 13. Februar zum Schicksalstag. Ich wollte unbedingt auf die Welt kommen. Dass es dann an diesem Tag war und in dieser Nacht war, das war dann einfach mein Schicksal. Nach der Geburt wird die kleine Helga von ihrer Mutter getrennt und kommt auf die Säuglingsstation. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe sie beschrieben bekommen, dass sie also eine ganz liebe war, also eine richtig liebe Mutter. Und stell mir sie ganz besonders vor. Vor allen Dingen, wenn mir zu Bewusstsein kommt, dass sie erst 33 Jahre alt war, als sie sterben musste. Ich weiß, dass sie im Mütterkeller war und erst hat es ja geheißen, sie sind da erstickt, aber man hat rausbekommen, dass Heizungsrohre geplatzt sind, dass die Mütter, die in dem Mütterkeller waren, also quasi verbrüht worden sind. Bei Tagesanbruch beginnt die Suche nach den Angehörigen. Straßen gibt es in Dresden nicht mehr. Die Stadt ist eine Trümmerwüste. Das Grauen hat ihm nicht aufgehört, aber sie empfinden nichts mehr. Da ist alles tot. Da ist alles tot. Da stand so eine Kinderbadewanne. Und da lagen die Menschen, die waren so groß, wie ein Brot. Ja. Und auf einmal gucke ich so und da denke ich, das ist doch ein Schuh vom Orton. Der ist genauso verbrannt wie die anderen Menschen, die da in dieser Kinderbadewanne lagen. Ne? Die dritte Angriffswelle kommt bei Tag, 14. Februar, zur Mittagszeit. Diesmal sind es die Amerikaner. 311 B-17 Bomber sollen zerstören, was von Dresden noch übrig ist. Der Royal Air Force zu folgen war eine ungewöhnliche Mission. Uns wurde das Ziel genannt und wir bekamen den Auftrag, Gleise und solche Dinge zu bombardieren. Aber unsere Bomben landeten 250 Fuß voneinander entfernt. Sie wurden gestreut. Wenn man normalerweise ein bestimmtes Ziel anfliegt, werden alle Bomben auf einmal entladen. In diesem Fall wurden sie Stück für Stück abgeworfen. Mir war von Anfang an klar, dass Dresden kein militärisches Ziel war. Der Tagesangriff trifft die Menschen auf der Flucht. Für die Dresdner scheint die Apokalypse kein Ende zu nehmen. Bei Donald Nielsen hat der Einsatz Spuren hinterlassen. Wir fühlten eben, dass sich die Mission nicht auf ein militärisches Ziel gerichtet hat. Wir sollten einfach Gebäude zerstören und Menschen töten. Und das war nicht richtig. Ich habe Gott mehrmals um Vergebung gebeten. In England wartet man gebannt auf die Rückkehr jeder Maschine. Einige schaffen es nicht. Im Luftkrieg gegen Deutschland verlieren insgesamt 110.000 alliierte Flieger ihr Leben. Die heil zurückkehren, sind dankbar, wieder englischen Boden zu betreten.
I know we'd been 9 hours, 40 minutes. Wir waren 9 Stunden und 40 Minuten in der Luft. Und ich war todmüde. Zurück auf dem Stützpunkt fielen wir aus dem Flugzeug und dankten dem Herrgott. Du fühlst dich wie zerschlagen. Dann nimmst du nur noch ein kleines Frühstück zu dir, fällst ins Bett und bist weg. Nach dem dritten Angriff ist die Stadt vollkommen zerstört. Mindestens 25.000 Menschen sind verbrannt, erstickt, verschüttet. Andere Schätzungen sprechen von bis zu 40.000 Toten. Und dann sind wir an der Elbe entlang gelaufen. Die Sachen lagen dort, Rucksäcke, Koffer, Kinderwagen, da habe ich gar nicht reingeguckt, sicher mit toten Babys. Frauen lagen neben ihren Kinderwagen auf der Wiese, tot. Und so ging das die ganze Strecke an der Elbe entlang, dass wir immer nur Leichen hatten und immer nur über Arme stürzten, Beine stürzten oder irgendwas, was eben einem Menschen mal gehört hat. Die Überlebenden sind gezeichnet. Die Leute waren völlig überdreht. Die waren nicht mehr normal. Ja. Das war grausam. Und jetzt hatte ich aber den Kummer mit dem Achim. Glauben Sie, da hätten wir einen Arzt ausfindig machen können? Keiner der Herren Mediziner war erreichbar. Aber so ein Homöopath war da. Und der hat meinem Bruder geholfen. Nach 8 Tagen hat er wieder normal gesprochen. Aber er war völlig verstört und sein Gesichtsausdruck war alt. Der war 10 Jahre alt, ja, aber er sah richtig alt aus. Ich war entsetzt. Nachrichten werden hinterlassen. Schilder wie dieses. Doch zum Trauern bleibt den Überlebenden keine Zeit. Sie haben andere Sorgen. Die Toten müssen geborgen werden. Seuchengefahr droht. Strittig ist die Zahl der Menschen, deren Leichen nie gefunden wurden. Was sagen denn Zahlen? Jeder Mensch, der stirbt, ist zu viel. Ich war bis zu diesem Dresdner Angriff ein sehr gläubiger Mensch. Und durch den Dresdner Angriff habe ich den Glauben völlig verloren. Ich konnte nicht mehr. Das konnte ich meinen Eltern nicht sagen und meinen Brüdern auch nicht. Aber war alles wie ausgelöscht. Es war ein so psychischer Schock, ja. Der hat vieles zerstört, auch den Glauben. Das unerwartet verheerende Ausmaß der Zerstörung bringt selbst alliierte Politiker ins Zweifeln und sorgt für Ernüchterung. Auch der britische Premierminister Churchill distanziert sich nun von dem, was er einst gebilligt hat. Die Strategie, deutsche Städte zu bombardieren, einfach um den Terror noch zu steigern, sollte überdacht werden. Sonst übernehmen wir am Ende ein total ruiniertes Land. Die Einsicht kommt zu spät für die Stadt an der Elbe. Die Frauenkirche hat den Angriffen zunächst standgehalten. Noch erhebt sich ihre Kuppel über den Trümmern. Bis zum 15. Februar. Dann war zum Vormittag, da gab es einen unheimlichen Knall, also so ein dumpfer Knall. Und man sah eine riesengroße dunkle Rauchwolke über der Stadt schweben. Und da sagt meine Mutter, das war unsere Frauenkirche. Für manche bedeutet der Untergang Dresdens auch Rettung. Henny Wolf verdankt den Angriffen ihr Leben. Und doch hat der Schrecken noch kein Ende. Bis zur Befreiung überlebt die Familie in einem Versteck. Also wir waren weg vom Fenster, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind ein Vierteljahr nicht aus einem Zimmer, in dem wir zu 4, 5 wohnten, sind wir nicht rausgegangen. Es war schlimm. Der Angriff hat uns letzten Endes gerettet. Aber das ist nicht
der Grund, um die paar Juden zu retten, ein Angriff, um sich über einen Angriff zu freuen, so ist die Sache bitte nicht. Da entsteht kein Glücksgefühl. Der Luftkrieg über Deutschland dauert an. Nach Dresden noch 70 Tage. Deutschland, eine Trümmerwüste. 161 Städte, über 800 Ortschaften, zerbombt. Insgesamt fordert der Bombenkrieg über eine halbe Million Menschenleben. Deutsche, Briten und Amerikaner. Die Sieger befreien ein zerstörtes Land. Doch von diesem Boden ging das Zerstörungswerk einst aus. Was hat der Bombenkrieg bewirkt? Ich denke, dass es gute Gründe gibt zu sagen, der erlittene Bombenkrieg hat den Zweiten Weltkrieg wesentlich verkürzt. Er hat sein Bild geprägt. Er hat dazu geführt, dass die mobile Landkriegführung beendet werden konnte. Die Wehrmacht wurde lahmgelegt, die Rüstungsfabriken wurden zerstört, die Treibstoffwerke wurden zerstört. Um nur ein Beispiel anzuführen, die Wehrmacht selbst hat berechnet 1943-44, dass allein durch die Luftalarme und die dadurch bedingte Stilllegung der Fabrikation in jedem Vierteljahr das Material für ein ganzes Panzerkorps nicht produziert werden konnte. Das Grauen des Bombenkrieges. Das Schicksal Dresdens ist dafür Symbol geworden. Die Erinnerung an jene Nacht ist nicht verblasst. In der wiederaufgebauten Frauenkirche treffen sich nach mehr als 60 Jahren Überlebende der Bombennacht. In einer feierlichen Andacht gedenken die Gegner von einst der Opfer. Nicht nur Dresdens, sondern des gesamten Zweiten Weltkriegs. Es ist bedauerlich, zutiefst bedauerlich. Wir hätten daraus lernen müssen, doch die Menschheit hat es nicht getan. Wir machen weiter wie bisher.